dass ihr da seid. Frohe Weihnachten. Nachträglich. Wir machen Neues. Bei uns ist, ja gut, so, Mutter ist deine jetzt hier heute, komm. Ja, gutes neues Jahr. Bleibt alle gesund, hoffentlich geht's euch noch alle gut. Mutti liebe dich, schreibt einer rein. Das hört mir heute auf. Das Geschmalze und das Geschleime. Ist das klar? Wo ist das Hochzeitpaar? Hast du das mitgekriegt, Mutter? Ja, ich habe das mitgekriegt. Das war doch ein Schwuler, oder? Nein. Die Frau hieß Doris, oder? War das nicht ein Mann? Er hieß Dirk? Richtig, Dirk. Den Namen, den meine Mutter mir nicht geben wollte, weil die Oma immer Dirk. Die kam aus den neuen Bundesländern. Sie immer Dirk. Jetzt pass auf, Freunde, seid bereit. Oh, was? Hat er gesagt. Aber immerhin. Aber Knüppel auch ein schöner Mann, gell? Ja? Ich bin der Dirk. Der Dirk. Ja, die besten Streams sind immer mit Mutti. Ja? Ja. Dann werde ich die bald wieder ankarren für dich, Josie. Na klar. Hoffentlich morgen mit Pack-Opening. Was soll sie anziehen, Josie? Wie willst du es haben? Keine Ahnung. Das wusste ich nicht mehr. So eine Scheiße da erzählst du mir. Ich war besoffen. Wir gucken weiter. Schickes. Was Schickes, sag ich ihr. Ein Kleidchen. Gut. Ich morgen für die Josie aus Thüringen sollte sich morgen mal eine Schale schmeißen für ihre Followers. So sagt sie mir nämlich immer. Da freut sich Herbert. Meine Mutter, die freut sich überhaupt nicht mehr, mich zu sehen, sondern die kommt, ich muss dich filmen für meine Followers, für Instagram. Ich muss dich filmen. Die sieht nur so eine Scheiße. Mutter, nein, machst du nicht? Mutter, ich bin dein Sohn. Wir müssen nicht immer nur, doch, ich muss dich filmen, meine Followers warten. Sag ich, du bist so blöd oder was? Ja, ich folge dir auch auf Instagram. Ach, gut, wir gucken immer, wie sie so da sitzen und sagen, schönen guten Morgen. Das ist gut. Tschüss, sagt sie immer. Jede Insta-Story am Ende. Also dann, tschüss. Ist doch kein Telefonat. Okay, meine Lieben, was wollte ich noch mit euch im Wieland? Ruhe jetzt, ruhig. Das gibt doch keinen Ärger, oder? Stimmt doch alles, was ich gesagt habe. Ja, das juckt mich. Heute kommt von Sido und. Ich zeige euch mal, was heute von Sido reinkommt. Ja, das weiß meine Mutter gar nicht. Pass auf, heute kommt von Sido ein Video rein. Wen mache ich nach, schreibt er mir. Oh. Pass auf, wen mache ich nach? So, ich wollte euch wieder daran erinnern. Heute Abend macht der Jens und ich, dann machen wir wieder ein Auspacken. Habe ich das nicht gesagt? Tschüssi! Das stimmt ja. Gar nicht! Ich Chat, so ist es doch! Nein, das stimmt nicht! Komm, hör auf! Natürlich hast du. Ja, komm, na klar ist es so, oder? Nein, jetzt zeige ich euch, wie es wirklich war! Tschüss! Müssen wir uns jetzt die Story von dir reinziehen, oder? Guck dir mal diese Insta-Story überhaupt mal an! Findest du das Format richtig für dein Gesicht, oder was? Findest du das normal? Wir haben wieder einen Alpak-Stream und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja reinschauen und dann mal sehen. Es wird bestimmt wieder lustig. Bis später. Tschüss. Bis später. Tschüss. Wieso sagt man der Insta-Story Tschüss? Warum nicht? Ich bin höflich. Ja, gut, komm. Alter Vater, ne? Ich kann ja auch da einmal reinbrüllen. Tschüss. Wie kann man denn so gucken, Knüppel? Was hast du denn in dem Moment gedacht? Ist der verheiratet? Der Knüppel? Ja. Wieso willst du das jetzt wissen? Nee, gerade so. Vielleicht hat er auch mal so einen Antrag gemacht und es hat ihn erinnert. Ja, der Knüppel ist schon verheiratet mit der Trixi. Mit der Beatrix. Hat ihn vielleicht erinnert? Nicht, dass Knüppel jetzt der Kamm steht daheim, ne? War er sentimental? Knüppel, vergiss es wieder. Die Frau hat Aussetzer. Die will nichts. Der hat schöne blaue Augen. Guck mal. So, jetzt ist es. Komm. Jetzt. aber ganz blaue. Guck mal. So. Knüppel, lass es nicht die Frau hören. Ne? Ich entschuldige mich nochmal in aller Öffentlichkeit und in aller Höflichkeit für meine Mutter. Warum? Die hat heute schon am Glühwein gerochen. Leute von euch haben mir einen Clip geschickt. Auch der Vater kam heute an mit so einem Dings, ne? Pass auf, mit Freunde. Was? Warte mal, ich muss kurz raussuchen. Warte, Chat. Ey, du musst im Paket. Mensch! Muss man mich eigentlich nachäffen, oder was? Lass dich doch nicht unterbrechen, mach da weiter. Freunde der Sonne, ein paar von euch haben mir geschickt diesen Clip hier von Kaufland, Ladies and Gentlemen. Guck hin, Mutter. Guck hin, was dir auffällt. Guck hin, was dir auffällt. Wir kaufen das zu billigen Preisen. Bei Kaufland kann sich wirklich jeder alles leisten. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich Kunde bei Kaufland wäre. Wer ist der? Das alles. Der Falschkönig. Mein eigener Vater kommt heute zu mir. Guck mal hier, was ich gesehen habe. Guck mal, was ich hier gesehen habe, ne? Ich sag, das kann nicht sein. Leute, Kinders, das muss ich sein. Stell dir vor, Mutter. Ja, aber das ist das falsche Gesicht.
Aber echt? Ich will dies, ich muss das sein. Chat, ich muss das sein. Urheberrechtsverletzung, ganz klar. Ist so. Ich muss das sein. Pass auf, warte mal. Ey, warte. Freunde der Sonne, ohne Witz. Ich will, dass da... Ey, stellt euch vor, Alge im Kaufland, Mutter. Du gehst ins Alge und ich bin König von Kaufland. Geil. Stell dir vor, Chat. Bitte, lasst einen Kommentar drunter und schreibt die an. Schreibt die an. Ey, ich würde echt ohne Witz. Kaufland, wenn ihr das seht. Ich würde mich echt wirklich riesig freuen, wenn ihr mich hier... Das kann ja nicht sein, dass da irgendeiner der König von Kaufland ist. Ich muss das sein. Kaufland, ich bin da. Das ist unser Supermarkt. Wir freuen uns sehr. Genau. Für Mutti noch eine 10% Rabattkarte und dann singe ich für euch. Dann singe ich für euch. Der König von Kaufland. Dieses K auch auf der Brust. Besser kann es nicht sein. Hallo Kaufland. Diktier mir, Mutter. Ihr habt den falschen König drin. Ja, hab der wahre König. Ein König ist drin. Zeit für Putsch. Oder heißt es so? Zeit für Putsch. Es gibt nur einen. Einen wahren König. King. Oder King, ja. Knossi. Bitte liken. Bitte liken, Chat. Supermarkt wäre einfach, so überheblich, der Mann, schreibt einer rein. Ja, der aus dem Video hoffentlich, meinst du. Ja, wären sonst. Wären sonst überheblich. Habt ihr das gewusst? Wisst ihr, was mein Sohn gern gemacht hat, wenn Sperrmüll war? Kennt ihr das noch? Dann kam er nicht mehr von der Schule. Dann war er im Sperrmüllfieber. Das war wie Weihnachten für dich. Ja. Und dann hat er das alles vor der Tür gebunkert. Und wir durften es entsorgen. Ey. Sag doch ehrlich, Sperrmüll war wie... Kennst du das? War wie Mediamarkt. Sag mal ganz ehrlich, die Leute, die in meinem Alter sind. Ich auch, schreibt einer. Jawohl! Sperrmüll, da standen vor der Tür wirklich so... Ihr wisst doch, diese alten HiFi-Systeme. Beste überhaupt. Guck mal, wie viele das gemacht haben. Sperrmüll war das Beste. Ich wusste nicht, wo was ich alles mitnehmen soll. Sperrmüll war geil. Da hast du erstmal ein alter Kinderwagen gesucht. Kinderwagen und alles rein, was ging. Und mit nach Hause genommen. Bei uns gibt es doch Sperrmüll. Gibt es noch? Ey, bei uns nicht. Bei uns gibt's nicht. Ich glaube, bei uns gibt's nur noch auf Bestellung, ne? Ja, ich glaube so, ja. Knossis Trödeltrupp. Jetzt rufen wir mal den Schickrü an. Mutter, du wirst auch mit ihm sprechen, sag ich dir. So oft haben wir ihn versucht, hier im Stream anzurufen. Den aller echten Schickrü, ne? Das ist doch einer, sag doch mal ehrlich, Mutter. In deinem Alter sagt man dann nochmal, ja, den von RTL 2, ne? Mhm. Was? Mhm. Du rufst an und lädst ihn jetzt schon ein? Hör auf jetzt. Wir machen jetzt ein bisschen Spaß hier. Du rufst hier geheimnisvollerweise an? Der Jens weiß nichts davon und sagt, du würdest jetzt schon gerne meine Geburtstagsparty planen. Du willst Stripperinnen in übergroßen Champagnergläsern und willst, dass er die anmoderiert. Wenn er sich dann wert, sagst du, 350 Euro haben wir noch Gage für dich. Also ich meine, mehr kriegst du ja bei dem Superhändlern auch nicht. Das musst du, ist doch geil, oder nicht? Der soll Stripperin moderieren. So. Der soll die Stripperin anmoderieren. Du hast dir wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, weil du weißt, dein Sohn ist einer, der ist nach der Beschneidung, hat der nochmal richtig losgekriegt. Jetzt kommt der 35. Geburtstag und da soll nochmal High Life sein. Knossi. Nee, nicht Knossi. Hallo, Schickri. Hier spricht... Hi. Hallo, hier spricht die Königsmutter. Ach, die Mama. Genau, die Mama. Ich habe ein Attentat auf dich vor. Und zwar will ich... Denn mein Sohn wird ja 35 bald irgendwann. Und da möchte ich eine riesengroße Party starten. Und zwar mit einer Stripperin. Und da brauche ich... Ja, super. Das wird richtig geil. Und da brauche ich einen Moderator, wo die Stripperinnen vormoderiert, wenn sie in ihren Champagnergläsern sich wälzen und rekeln. Und das hast du dir alles selber überlegt? Ja, klar. Ich darf... Nee. Ich habe mir jetzt... Nee, ich habe mir jetzt sein Handy geklaut. Der liegt nämlich in der Badewanne. Weil ich ja heute einen Stream mache, dann lässt er sich... Ja, okay, super. Genau, wir machen die letzten Pakete. Und ich meine, es gibt ja auch eine Gage, so ist es nicht. Du sollst es ja nicht umsonst machen. Ach Quatsch, wenn, dann mache ich es umsonst. Nee, du kriegst schon deine 350 Euro. Na, alles klar, ich mache es umsonst, alles gut. Ach super, noch besser. Ich muss mir nur sagen, wo das ist und wann ich da sein soll. Ja, das sage ich dir dann. Achso, wann ist das denn ungefähr? Ja, das ist ungefähr in 6 Wochen. Okay, dann müssen wir natürlich die Quarantäne aufgehoben ist, ne? Ach, die heben wir einfach auf, das ist doch wurscht. Das machen wir dann schon irgendwie. Nee, wenn nicht, dann verschieben wir es, bis keine Quarantäne mehr ist. Das ist ja dann auch kein Problem. Eine Party kann man ja auch verschieben. Eben. Das ist ja kein Akt, oder? Nee. Das ist dann an einem Samstag, denke ich mal, oder? Ja, wir planen mal auf einem Samstag, klar.
damit man am nächsten Tag, weil da sind die ja alle besoffen, da kann man, da muss man ja irgendwie, dass die noch ausschlafen können. Ich meine, das geht ja nicht anders. Es geht nur samstags, weil die Leute müssen ja arbeiten montags und dann gehen sie da noch besoffen ins Geschäft. Das können wir nicht verantworten. Nee, das stimmt. Gell? Das ist schon ja, an einem Samstag müsste das normalerweise klappen, weil ich drehe ja immer von montags bis freitags. Und wenn du sagst, in 6 Wochen und dann an einem Samstag, klappt auf jeden Fall. Ah ja, super. Das Einzige, was dann ist, das ist ja wahrscheinlich, das ist wie viel, wo ist das jetzt genau? Mensch, meine Mutter hat dich, wir haben dich nur verarscht, Schickrü, Mensch. Schickrü. Das kann nicht sein. Das ist aber gut gemacht. Ich hätte das nie gedacht, dass mein... Dass meine Mutter. Ich weiß, dass meine Mutter das so verkauft. Ich hätte das nie gedacht, das war nur ein Test, wie meine Mutter das jetzt rüberbringt. Ich schwöre dir, es war nur ein Test. Hammer! Natürlich wird an meinem Geburtstag keine Stripperin kommen. Deswegen habe ich ja gesagt, der ist doch vergeben. Weißt du, was sagt denn die Frau? Ich kann es nicht glauben, Mutter, du hast es echt. Das war für improvisiert Hammer, für meine Mutter. Hammer geil. Mach dir keine Sorgen, ne? Aber demnächst bei den Superhändlern bin ich da. Wie fandst du denn die Gage? Wie fandst du die Gage von 350 Euro? Das wäre mir für dich jetzt umsonst gemacht, egal. Ich habe extra so eine Summe genannt, dass das auch so ein bisschen seriös rüberkommt, 350 Tacken, ne? Geil, dass du den Spaß mitgemacht hast, Schückrü. War spontan. Ich danke dir, Schückrü, ne? Vielen lieben Dank. Liebe Grüße. Ciao. Hart. Mensch, Mutter, dass du so durchziehst. Ich hab gedacht, das funktioniert nicht. Ich hab in ihm Leben gedacht, dass meine Mutter das durchzieht. Das ist mal. Peinlich. Absolut peinlich.